So, und aus diesem Polyedersatz kann man eine ganze Reihe von Dingen ganz schnell folgern. Eine Sache, die ich jetzt gar nicht machen möchte, können Sie sich aber, wenn Sie wollen, in dem Vortrag über den Vierfarbensatz anschauen. Man kann zum Beispiel zeigen, wenn Sie einen zusammenhängenden planaren Graphen haben, und das ist ganz einfach, das zu zeigen, dann gibt es mindestens eine Ecke, die höchstens 5 Nachbarn hat, also die höchstens den Grad 5 hat, was auch erstmal total überraschend ist. Sie können sich ja jetzt vorstellen, Sie fangen an, irgendeinen ganz komplizierten planaren Graphen zu malen und versuchen, möglichst viele Ecken mit anderen Ecken zu verbinden. Sie versuchen, das Ding so zu malen, dass jede Ecke möglichst viele Nachbarn hat. Und Sie werden feststellen, Sie bekommen es nicht hin, dass nicht mindestens eine Ecke übrig bleibt, die höchstens 5 Nachbarn hat. Sie werden es zum Beispiel nicht hinbekommen, dass jede Ecke 6 Nachbarn hat. Oder jede Ecke 7 oder sowas. Das geht nicht. Dann ist es nicht mehr planar. Das brauchen wir aber gar nicht. Wir überlegen uns eine andere Sache, die für uns völlig ausreicht. Also eine Folgerung, das heißt ja immer so schön Korollar. Wenn Sie einen Graphen haben, so wie eben, der zusammenhängend ist und planar und der außerdem die Eigenschaft hat, dass er mindestens 3 Ecken hat, dann gilt für diesen Graphen die folgende Beziehung: Die Anzahl der Kanten ist höchstens so groß wie 3 mal die Anzahl der Ecken minus 6. Das heißt, das kann man sich vielleicht am besten so merken: Wenn Sie einen planaren Graphen haben, dann kann der nicht so viele Kanten haben, was ja auch irgendwie logisch ist. Denn je mehr Kanten Sie haben, desto schwieriger wird es, das Ding zu plätten, sozusagen. Also irgendwo gibt es so eine Grenze und diese Grenze kann man tatsächlich angeben. Die Grenze ist 3 mal Anzahl der Ecken minus 6. Wenn Sie die überschritten haben, dann können Sie das Ding nicht mehr planar zeichnen. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Und das kann man sich auch wieder ganz einfach überlegen. Wie sieht denn ein Gebiet aus? Wir haben ja vorhin diesen Begriff Gebiete definiert. Gebiete sehen ja so aus, dass um sie rum Ecken und Kanten sind. Das wäre zum Beispiel ein Gebiet. Wenn ich das möglichst einfach machen will, dann ist das einfachste Gebiet, was ich mir vorstellen kann, das hier. Ein Gebiet, was umschlossen ist von 3 Ecken und 3 Kanten. Denn das hier ist ja bei uns nicht zugelassen, weil wir ja immer nur von 2 Punkten zueinander immer nur jeweils eine Kante zulassen. Also das hier geht nicht. Das heißt, dieses hier ist das einfachste Gebiet, was ich überhaupt zeichnen kann. Ja? Das bedeutet, um jedes Gebiet rum liegen mindestens 3 Kanten. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich stehe in einem Gebiet drin und gucke um mich rum, dann sehe ich mindestens 3 Kanten. Vielleicht sehe ich sogar mehr, wie hier oben. Hier sehe ich 5 Kanten, aber mindestens 3. Jetzt können Sie Folgendes sich vorstellen. Sie latschen durch Ihren planaren Graphen durch, gehen von Gebiet zu Gebiet und haben einen Notizblock dabei. Und in jedem Gebiet zählen Sie, wie viele Kanten Sie um sich rum sehen. Dann haben Sie die Anzahl der Kanten gezählt. Ja? Und weil wir uns eben gerade überlegt haben, dass von jedem Gebiet aus mindestens 3 Kanten zu sehen sind, werden Sie, wenn Sie das alles durchgegangen sind, feststellen, was ich gezählt habe, ist, die Anzahl der Kanten muss mindestens so groß sein wie die Anzahl der Gebiete, also der Flächen mal 3. In jeder Fläche, in der ich stand, muss ich ja mindestens 3 Striche auf meiner Checkliste gemacht haben. Also ist das, was ich gezählt habe, mindestens so groß wie 3 mal die Anzahl der Flächen. Allerdings hat das, was ich Ihnen eben erzählt habe, einen kleinen Haken. Wenn Sie bei dem Vierfarbensatz dabei waren, wissen Sie es, aber vielleicht sehen Sie es auch. Ja? Wenn ich es so zähle, dann zähle ich an die Kante doppelt. Jede Kante doppelt, genau. Wenn Sie es so zählen, zählen Sie natürlich jede Kante doppelt, weil jede Kante ja zwischen 2 Gebieten liegt. Das heißt, in dem einen Gebiet haben Sie für die Kante einen Strich gemacht, auf der anderen Seite haben Sie für die Kante auch einen Strich gemacht. Sie haben also jede Kante 2-mal gezählt. Also ist das, was Sie in Wirklichkeit rausbekommen haben, das hier. Ja? Dann stimmt es aber. Außengebiet zählt auch immer mit, ja. Warum ist dann nicht das Außengebiet, also das einfachste Gebiet, also einfach nur eine Ecke? Wie soll das aussehen? Wenn ich, weil Sie ja meinen, das ist...
Aber gute Frage, ja. Also das, darum muss bei dem Satz stehen, dass der Graph mindestens drei Ecken hat, ne? Ja, aber wenn Sie also diese Eigenschaften haben, dann wissen Sie, 2k ist größer gleich 3f. Das können Sie jetzt umformen. Wir wollen über das f was raus haben. Ich teile das Ganze durch 3. Dann steht hier also f ist kleiner gleich 2 Drittel k. Und jetzt nehmen Sie unsere Eulersche Polyederformel und da steht 2 ist gleich Ecken plus Flächen minus k. Und diese Anzahl der Flächen ist ja höchstens 2 Drittel k, also ist das kleiner gleich Ecken plus 2 Drittel k minus k. 2 Drittel k minus 3 Drittel k ist 1 Drittel k. Ne? Also hier steht e minus 1 Drittel k. Also was Sie rausbekommen haben, ist 2 ist kleiner gleich e minus 1 Drittel k. Das ist das, was hier oben steht. Müssen Sie nur umformen. Wenn Sie das jetzt nach k auflösen, haben Sie genau das, was wir haben wollten. Also die Eulersche Polyederformel liefert uns, die Anzahl der Kanten darf nicht zu hoch sein und sie gibt uns auch eine Obergrenze dafür. Die Anzahl der Kanten darf höchstens 3 mal Eckenzahl minus 6 sein. Nochmal, um klarzustellen, da steht natürlich jetzt noch nicht, dass wenn die Anzahl der Kanten kleiner gleich 3 mal Eckenzahl minus 6 ist, dass dann automatisch der Graph planar ist. Ist er nicht. Ja, das ist, so ist das nicht zu verstehen. Da steht nur, wenn die Anzahl der Kanten größer ist, dann ist er garantiert nicht planar. Und da nehmen wir jetzt mal das erste Beispiel. Ich hatte ja vorhin behauptet, K5 sei nicht planar. Das ist K5. Und was wir eben gerade uns überlegt haben, ist, Anzahl der Kanten muss sein, wenn das Ding planar ist. Kleiner gleich 3 mal Anzahl der Ecken minus 6. Wie viele Kanten haben wir hier? Brauchen Sie gar nicht zu zählen. Sie wissen ja aus dem ersten Semester noch, jede Ecke wird mit jeder anderen verbunden. Das sind also die Anzahl der zweielementigen Teilmengen einer fünfelementigen Menge. 5 über 2, Binomialkoeffizient, ist 10. Ne? Also ohne zu zählen wissen wir, dass hier 10 stehen muss. Und Anzahl der Ecken ist klar 5. 15 minus 6. 15 minus 6 ist aber 9. Und da das nicht stimmt, ist dieser Graph nicht planar. Ja? Also haben wir, ohne rumzuprobieren, allein mit Hilfe des Polyedersatzes rausbekommen, dass dieser Graph hier nicht planar ist. Es gibt so ein Gesellschaftsspiel, das kann man zum Beispiel so formulieren, Sie haben hier 3 Versorgungswerke, zum Beispiel Gas, Strom, Wasser. Und hier unten haben Sie 3 Häuser. Und jedes Haus soll mit dem Gaswerk, mit dem Stromwerk und mit dem Wasserwerk verbunden werden. Und Sie sollen das so machen, dass die Leitungen sich nicht überschneiden. Das können wir natürlich inzwischen mathematisch formulieren. Die Frage ist, ist dieser Graph hier planar? Kann man den planar zeichnen? Wissen Sie noch, wie dieser Graph hier heißt? Das ist der bipartite Graph mit 3 und 3 Ecken, also das ist K3,3. Ist die Frage, ist dieses Ding planar? Und das können Sie jetzt, da können wir jetzt ja erstmal das, was wir eben gerade gelernt haben, anwenden und Sie werden sehen, dass uns das keine Antwort gibt. Ich zähle, also die Formel war k kleiner gleich 3e minus 6. Anzahl der Kanten ist jede Ecke unten, wird mit jeder Ecke oben verbunden, also 3 mal 3, das war glaube ich sogar eine Hausaufgabe, also muss hier 9 rauskommen. Anzahl der Ecken ist 6, 3 plus 3, also habe ich hier 3 mal 3 ist 3 mal 6 ist 18, minus 6 ist 12. Das stimmt, aber wie ich eben schon sagte, heißt das ja nicht, dass das Ding deswegen planar ist. Ne? Also weil, wenn es nicht stimmt, wissen wir, es ist nicht planar. Wenn es stimmt, heißt das noch nicht, dass es planar ist. Und wir werden jetzt auch gleich sehen, dass das nicht planar ist. Warum? Wir können uns mal Folgendes ausrechnen.
wenn das Ding planar wäre, dann müssten wir ja nach der Eulerschen Polyeder-Formel ausrechnen können, wie viele Flächen da rauskommen müssten. Also wenn man das planar zeichnen kann, kann man ausrechnen, wie viele Flächen da rauskommen müssen. Ach so, das habe ich übrigens vorhin gar nicht gesagt bei der Polyeder-Formel, nur mal so nebenbei, als Futter fürs Nachdenken. Wenn ein Graph planar ist, heißt das, ich kann ihn auf eine bestimmte Art planar zeichnen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht vielleicht mehrere Arten gibt, ihn planar zu zeichnen. Spricht ja nichts dagegen. Wer sagt mir denn, dass da immer dieselbe Anzahl von Gebieten rauskommt? Das ist überhaupt nicht klar. Ja, und versuchen Sie mal zu beweisen, dass da immer dieselbe Anzahl von Gebieten rauskommt, egal wie Sie den planar zeichnen. Aber wenn Sie die Eulersche Polyeder-Formel haben, dann ist sofort klar, dass immer dieselbe Anzahl von Gebieten rauskommen muss, weil, wie wir von der Polyeder-Formel wissen, ja die Anzahl der Gebiete abhängt von der Anzahl der Ecken und Kanten. Und die ändert sich ja nicht, egal wie Sie ihn zeichnen. Ja? Aber ohne die Formel wäre das überhaupt nicht sofort logisch, dass egal wie man ihn zeichnet, immer dieselbe Anzahl von Gebieten rauskommt. Aber weil wir die haben, können wir jetzt zum Beispiel hier ausrechnen, wenn K3,3 planar wäre, dann müsste er wie viele Flächen haben? E plus F minus K gleich 2. Anzahl der Ecken hatten wir eben ist 6. Anzahl der Kanten hatten wir auch, war 9 gleich 2. Und hier steht unser F. Naja, und jetzt haben Sie hier 6 minus 9 ist minus 3. Bringen Sie auf die andere Seite, dann haben Sie F gleich 5. Also wir wissen schon mal, wenn man das Ding zeichnen kann, muss es 5 Gebiete geben. Ansonsten kommen wir aber erstmal nicht weiter. Allerdings kann man eine kleine Überlegung noch einflechten, die sofort alles auflöst. Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, wenn ein Gebiet existiert, dann müssen um das Gebiet rum immer mindestens 3 Kanten sein. Ne? Sie entsinnen sich. Wie ist denn das bei einem bipartiten Graphen? Kann sowas passieren, wie das, was ich hier skizziert habe? Nee, ne? Weil bei einem bipartiten Graphen sich ja immer sozusagen die Kanten abwechseln müssen. Ich muss ja in der Lage sein, die Eckenmenge in 2 Hälften aufzuteilen, sodass ich immer von der einen in die andere wechsle. Also ich wechsle sozusagen hier von der einen in die andere, hier wechsle ich wieder und hier wechsle ich wieder und das kann nicht funktionieren. Das bedeutet, wenn man dieses Ding, weil es ja bipartit ist, planar zeichnen kann, dann sind die kleinstmöglichen Gebiete solche Dinger. Mit anderen Worten, jedes Gebiet wird von mindestens 4 Kanten umringt oder 6 oder 8 oder was auch immer. Aber 3 geht nicht, weil es ja ein bipartiter Graph ist. Wenn es 3 sind, dann hatten wir bei unserer Überlegung von vorhin das hier rausbekommen. 2k ist größer gleich 3f. Weil wir jetzt aber wissen, dass es mindestens 4 sind, bedeutet das in diesem Fall für einen bipartiten Graphen muss 2k größer gleich 4f sein. Also die Anzahl der Kanten mal 2 muss größer gleich Anzahl der Flächen mal 4 sein. Wie viele Kanten hatten wir? 9. 2 mal 9 ist 18. Und wie viele Flächen hatten wir? 5. 4 mal 5 ist 20. Ups, geht nicht. Das heißt, K3,3 ist auch nicht planar, haben wir uns gerade überlegt.